Einen schlechten Film, das ist eine Definition, was bedeutet oder was definiert für mich ein schlechter Film, wenn er keine Struktur hat, wenn alles an den Haaren herbeigezogen ist, wenn man vorher schon weiß, was nachher passiert, nach dem Motto, ich möchte gern und ich kann nicht. Ja, also das definiert für mich sehr, sind so ein paar Extrempunkte eines schlechten Films. Mir geht es gar nicht darum, ob die Kamera wackelt oder sowas, aber wenn so hanebücherne Ideen da sind, mit denen man nichts anfangen kann, das ist für mich ein schlechter Film. Ja, es gibt mehrere natürlich, nicht, aber die mir so ganz schnell einfallen, das ist einmal ein Film, der ist über Trier gemacht worden, den kennt man so allgemein nicht, der heißt Trier, ein Porträt. Es ist grausam, wie es tut richtig, ist eine Körperverletzung. Und Space Tourist ist natürlich auch ein sehr, sehr schlechter Film, also völlig konzeptlos. Man weiß eigentlich schon, was dann passiert, was ich eben vorhin gemeint habe. Es ist schon ziemlich schlecht, ja. Ja, gut, der Film definiert, das kann ich sehr genau definieren, dass es eine stringente Handlung hat, dass es Charaktere sind, die vorher überlegt worden sind, wie das ausschauen sollte, dass man den innerhalb von kürzester Zeit im Film drinnen ist. Und je weniger, für mich persönlich ist es oft so, dass ich alles vergesse, wo ist das Licht, wo ist der Schnitt, wo ist dies und jenes. Wenn ich das vergesse, ist ein guter Schnitt, ist ein guter Film. Also dann stimmt die Handlung, die Personen, die Flüssigkeit des Schnitts, der Ton. Das sind Ton vergessen die meisten Filmemacher, dass das sehr wichtig ist. Also das ist für mich eine stringente Handlung und durchgestylt, das ist für mich ein guter Film. Das ist schwierig. Der beste Film, es gibt wirklich sehr, sehr gute Sachen. Ich möchte jetzt gar nicht nach Hollywood oder dorthin gehen, weil die haben auch ganz andere Möglichkeiten. Aber einer der besten Filme, die es gibt, das ist einer, den wir gemacht haben natürlich. Das ist der Film Auf den Spuren des Steirischen Panthers, der ist sensationell. Also finde ich schon gut. Meine Frau hat das Drehbuch geschrieben, das kann niemand so gut auf dieser Welt wie sie. Und ich habe eigentlich als Regisseur nur mal das umsetzen müssen, was sie mir vorgegeben hat. Das hat mich sehr ans private Leben auch erinnert und das war sehr gut. Und der zweite, der ist fast noch genialer, also den möchte ich ja, ist Space Tourist. Das ist für mich ein Film, der ist so etwas von individuell, so die Figuren so eindeutig. Es ist eine Geschichte, wird erzählt, an der man so viel Kreativität und Mitgefühl haben kann. Also das ist schon, muss ein genialer Kopf sein, der das so heraus dividiert hat, wie man so schön sagt. Dieser Space Tourist Film hat mich wirklich sehr geprägt, dass man sich dass eine Persönlichkeit so herausbricht, dass man sagt, ich mache das jetzt und das weltweit Begeisterung heraus. Es ist ja so, viele glauben ja, man muss 95% der Weltbevölkerung beglücken mit irgendetwas. Nein, das stimmt nicht. Nicht einmal 5%. Also wenn ich zurückdenke an meine Jugendtage, da waren für mich natürlich schon sehr interessante Filme, die vom Oswald Kolle, die mir schon sehr weitergeholfen haben bezüglich meines späteren Lebens. Das hat mich doch verändert in vielerlei Hinsicht. Es war Ende der 60er Jahre, nicht? Und da war es ja doch noch ein bisschen so verdeckt unter Pelzmantel und der Bettdecke. Das hat mir sehr weitergeholfen, muss ich. Und die Frau, das unbekannte Wesen, war genial. Nicht? Also das, was man da alles gelernt hat. Also allein unterhaltend gelernt hat. Nicht? Es war unterhaltend auch, nicht? Also man hat auch viele Menschen gesehen, die man vorher nicht so glücklich gesehen hat, die diesen Film gesehen haben. Und das hat mich schon geprägt. Meine späteren Filme sind auch sehr offen und sehr ehrlich und im Sinne dessen, dass man sagt, trockene Themen oder trockene Themen, die halt dann freudig rübergebracht werden, das ist immer so ein Ziel von mir gewesen. Ja. Großartig. Ich finde es einfach großartig, weil eine Meinungsäußerung stattfinden kann und zwar eine reale, eine effektive, eine frei von Vorurteilen, eine nicht beeinflussbare oder keiner hat das Gefühl oder man muss niemanden beeinflussen, ist überhaupt nicht nötig, wie bei allen anderen Dingen, die es so gibt. Nein, ich finde es großartig und ich wünsche alles, alles Gute, dass das ein riesenguter Erfolg wird. Ich bin sehr froh.